Hallo und herzlich willkommen zu Großmüll TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Als erstes berichten wir über das Theater am Bahnhof zum Thema Tag der Deutschen Einheit. Ich habe gestern hier auf dem Schienen einen Waschbären gesehen. Oh. Was? Du hast einen Waschbären gesehen? Auf den Schienen? Ich habe überhaupt noch nie einen Waschbären gesehen. Ich will auch mal einen Waschbären sehen. Die machen die ganzen Singvögel tot, weil die keine Feinde haben. Afrikanische Ameisen der Oberkante Europa. Und wo sind die eigentlich? Die sind so klein, wo sind die eigentlich? Afrika! Und seit wann interessierst du dich für Politik? Wollhandkraft! Achso, ich dachte schon, ja, wir haben ja auch Ratten. Ja, genau, aus China eingeschleppt, im Brackwasser. Da haben doch schon die Nazis gegen gekämpft. Unter anderem. Ja, und nicht geschafft. Unter anderem. Eigentlich haben sie ja nur gegen die Wollandkrabben gekämpft. Und die Polen haben irgendwas missverstanden. Hat jemand eins von den Papieren hier? Nee, danke. Er ist zwar Nazi, aber er trinkt kein deutsches Bier. Ach nee, komisch. Bei mir ist genau andersrum. Ich trinke auch kein Bier. Danke. Bist du aber Nazi? Ja. Kein Nazi. Aber warum trinkst du denn kein Bier? Ich trinke kein Bier, weil ich eine Glutenallergie habe. Was? Das gab's früher nicht. Seit wann haben Nazis denn Glutenallergie? Ich bin kein Nazi. Früher gab's keine Nazis. Nee, früher gab's keine Allergien. Warum nicht? Weil halt früher alles besser war. Ja, das stimmt, aber davon verstehst du überhaupt gar nichts. Wie jetzt? Wir hatten ja nichts, also auch keine Allergie oder was? Mein Freund, das war schon die DDR, du davon verstehst du, kleines Plötzlich überhaupt gar nichts. Oh. Mann, ja, du wärst ja heute noch Pionierleiterin. Du hast immer noch einen Heilungsschaden da hinten, damals wie heute. Stichwort verstehen. Ich finde, dass wir uns alle großartig verstehen. Nur einfach, dass wir so offen miteinander reden. Ich glaube, dieser bedingungslose Dialog, das wird ja immer wichtiger für unsere Gesellschaft. Ja, ja. Du, sag mal, hier, Nazi, ich melde dich an auf einer Dating-Seite im Internet, ja? Da kommt ja dann das Fenster, was andere über dich sagen. Ist Nazi sagen jetzt was andere über dich sagen, oder darf ich auch selber mitreden? Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Sendung. Die Wobak Grevesmühlen feiert ihren 60. Geburtstag. Eingeladene Gäste. Ich freue mich besonders, dass auch einige Mieter gekommen sind, auch einige Mieter, die eben schon lange bei uns im betreuten Wohnen leben. Sehr schön. Unser 60-jähriges Jubiläum als kommunale Wohnungsgesellschaft. Ich begrüße jetzt mal namentlich sehr herzlich die Landrätin Frau Weiß. Vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Unsere Bürgermeister Herrn Prahle, das gab da hinten. Die Stadtpräsidentin Frau Kausch, habe ich, ja.
Die Stadtvertreter habe ich auch schon überall verstreut gesehen, unsere Aufsichtsratmitglieder auch. Den Verbandsdirektor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Herrn Reigner. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben Krebs Mühl vor Berlin gestellt. Das finde ich nicht ganz schlecht. Unsere Geschäftspartner und Geschäftskollegen, unsere ehemaligen Weggefährten, also meine ehemaligen Kollegen, natürlich unsere Mieter, wie gesagt, und meine Mitarbeiter. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Es bedeutet Heimat, Rückzugsort, ein Ort der Ungestörtheit, der Intimität. Es bedeutet Zuhause sein. Wohnen ist ein Teil der menschlichen Identität. Unser Geschäftsmodell ist die soziale Wohnungswirtschaft, heißt Wohnungen bezahlbar, sicher und bedarfsgerecht zu vermieten. Seit 60 Jahren kümmern wir uns in den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen darum. Über 60 Jahre kommunales Wirken zu berichten, ist nicht in aller Kürze gemacht, also erlauben Sie mir, den Bogen zu spannen, und tatsächlich dauert die Rede jetzt auch, ich könnte es sagen, aber ihr werdet es merken. Am 1. Oktober 1959 ist die kommunale Wohnungsverwaltung KBV gegründet worden. Damals wurden für Stadt, Privatpersonen und Institutionen 55 Häuser verwaltet, 75 Häuser waren dem Volkseigentum zugewiesen worden und außerdem befanden sich bereits 220 Wohnungen in dem Bestand der KBV. In Grevesmühlen gab es nicht genügend Wohnraum. Von 1961 bis 1971 entstanden vor allem die Wohnungen in der Puschkinstraße, Christine Weg, Glockensee-Ring und Pützerstraße. 1972 verwalteten 44 Arbeitskräfte 1.281 Wohnungen. Trotz neuer Wohngebiete aus den 80er Jahren wie der Grüne Ring an der Kastanienallee und am Wasserturm reichte die Anzahl der Wohnungen auch zuletzt nicht aus. Etliche staatliche Programme, wie jedem eine warme, trockene und sichere Wohnung oder dächerdicht, versuchten der Wohnungsknappheit zu entgehen. Sehr niedrige Mieten galten in der DDR als zweite Lohntüte. Mieten spielten im Monatsbudget überhaupt keine Rolle. Umlagenabrechnung, die gab es nur rudimentär, vielleicht Strom, bisschen Wasser. Da es kaum Kapazität, Geld und Baustoffe gab, um eine regelmäßige Instandhaltung an den Häusern oder in den Wohnungen zu machen, wurden zum Beispiel Eigenleistungen unserer Mieter über Preiskataloge mit uns abgerechnet, mit der VÖB Gebäudewirtschaft damals. Die Wohnraumvergabe, heute sogenannte Vermietung, erfolgte zu DDR-Zeiten im Amt für Wohnungswesen bei der Stadt Grevesmühlen. Die Stadt stellte die Wohnraumzuweisung aus. Ab 1980 wurde ein Heizhaus gebaut, die Abteilung Wärmeversorgung gehörte seitdem zum Betrieb und war 1989 für die Wärmeversorgung von 670 Wohnungen zuständig. Zur Wende hin waren in der dann bestehenden Gebäudewirtschaft 111 Beschäftigte tätig, davon allein 90 Handwerker. Am 30. Oktober 1990 wurde durch einen Beschluss der damaligen Stadtvertreter die bis dahin bestehende Gebäudewirtschaft in 2 GmbH in Gründung umgewandelt. Nun gab es die Gebäudewirtschaft GmbH, IG und die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH IG. Schließlich wurde am 18. September 1991 die WOBAG MBH Grevesmühlen, eine hundertprozentige Tochter der Stadt Grevesmühlen, gegründet und erhielt somit ihre Selbstständigkeit. Und so begannen wir sehr schnell im Jahre 1991 mit der ersten komplexen Modernisierung. Bevor wir im Glockensee-Ring im bewohnten Zustand begonnen haben, haben wir die sogenannte Strangsanierung an dem Wohnblock Pützerstraße 29 bis 31 geübt. Dieser hier als Russenblock bekannte Wohnblock mit 18 Wohnungen war inzwischen leergezogen worden, da die Angehörigen der sowjetischen Armee wieder in ihre Heimat abgezogen waren. Dann, ab 1992 schon, begannen wir mit der komplexen Strangsanierung im Wohngebiet Glockensee-Ring, die erste Modernisierung unter bewohntem Zustand. Bis heute haben wir allein mehr als 60 Millionen Euro nur für Modernisierung und Neubau ausgegeben. Dahinter stecken mehr als 113 Darlehen, davon allein 62 LFI-Darlehen. Insgesamt haben wir Kredite in Höhe von insgesamt 26 Millionen Euro jährlich zu bedienen. Heute verwalten wir und vermieten wir mit 22 Mitarbeitern ca. 2200 Wohnungen, Gewerbe und sonstige Einheiten. Sie haben die ganze Komplexität eines kommunalen Wohnungsunternehmens eben aufgezeigt. Das ist eben mehr als nur zu vermieten, sondern das ist der Neubau, das ist die Bedeutung der WOBAG
für das Gemeinwesen in Grevesmühlen und ich kämpfe in unserem Verbandsgebiet an anderer Stelle darum, dass Kommunen diesen Wert und diese Bedeutung ihrer eigenen Unternehmen wertschätzen. Und ich habe so ein Gefühl, dass das in Grevesmühlen der Fall ist. Sonst könnten Sie nämlich nicht so erfolgreich sein, wie Sie sind. Man lässt Ihnen in der Geschäftsführung und Ihrem Team diese Beinfreiheit, die Sie brauchen. Da vorwerken nicht zu viele rein, die vielleicht zu wenig Ahnung haben, sondern hier weiß man um Ihren Wert. Und der Bürgermeister hat ja selbst noch die Gelegenheit, das zu sagen. Ich freue mich darüber, weil das im ganzen Norden nicht überall der Fall ist. Und überall da, wo es nicht der Fall ist, ist oft auch der Verband gefragt, ein Stück zu befrieden und irgendwie mit Mediatoren sind wir in Gange. Das brauchen Sie hier alles nicht, sondern Sie machen das, für das Sie da sind. Sie machen schlicht Ihre Arbeit. Und dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulieren. Und ich glaube, das Team funktioniert hier. Ich bin öfter auf solchen Veranstaltungen und als ich hier reinkam und Sie so ein bisschen agieren, Sie waren ja auch ein bisschen früher, da habe ich gedacht, hier ist eine gute Stimmung. Also irgendwie, glaube ich, gehen Sie gut miteinander um. Ja. Machen Sie das bitte so weiter in den nächsten 60 Jahren. Ich finde, Sie haben sich um Grevesmühlen und Umgebung, Sie haben sich um die Wohnungswirtschaft hier, aber im ganzen Norden und Sie haben sich auch ein bisschen um unseren Verband verdient gemacht. Deshalb meinen herzlichen Glückwunsch und wenn irgendjemand das Gefühl hat, mir gratulieren zu wollen zu diesem Mitgliedsunternehmen, dann tun Sie das bitte, wir sind verdammt stolz auf Sie. Ich habe Ihnen eine Urkunde mitgebracht. Ich verlese die mal. Ehrenurkunde im Oktober 2019 begeht die WOBAG ihr 60-jähriges Gründungsjubiläum als Wohnungsunternehmen der Stadt. Dazu gratulieren wir recht herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg. In den 60 Jahren kommunaler Wohnungswirtschaft konnten Sie die Bedingungen für Ihre Mieterinnen und Mieter stets verbessern und mit der Neuschaffung von Wohnraum vielen, besonders jungen Familien, eine Heimat bieten. Herzlichen Dank und weiterhin gutes Gelingen für Ihr Wohnungsunternehmen. Das Ganze hat meine Unterschrift, dann muss das auch stimmen, Frau Wohl. Und ich würde mal sagen, der 85. Geburtstag von Lisbeth Schmidt. Lisbeth ist in Hinterpommern geboren, musste aber nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Mutter und drei Geschwistern fliehen und ist damals zu Verwandten, so dachte sie, nach Dassow, ist dort aber ziemlich schnell von den hiesigen Bauern verscheucht worden und ist letztlich in Hamberge gelandet aufgrund einer Festlegung der hiesigen Behörden. Da hat sich die Familie dann durchgeschlagen beim Bauern, hat Hilfsarbeiten erbracht auf dem Feld. Lisbeth ist auch natürlich zur Schule gegangen, sie hat sowohl Verachtung gespürt als Flüchtling, aber auch Freiheit, weil, so kurios wie es klingt, damals gab es so viele Flüchtlinge, sie waren selbst eine Macht. Dann hat sie eine Ausbildung bei dem Lampenschirmmacher in der Mühlenstraße vollzogen und 1955 hat sie dann den Horst kennengelernt, Horst Schmidt, seines Zeichens Schlosser, Geselle aus Grevesmühlen und es kam, wie es kommen musste. 1957 hat sie dann geheiratet und sie haben zwei Kinder bekommen, Günther und Mareike. Zunächst haben sie in einer Kammer gewohnt, hier in der Innenstadt. 1974 dann der große Umbruch für sie, der Hauptgewinn, eine Wohnung im Plockensee-Ring Nummer 15. Warm Wasser, sowohl in der Heizung als auch aus der Wand. Und ein Umfeld, was sich geweckt hat, ein Kindergarten, eine Schule, Kinderleben, ein Quantensprung für diese Familie. Das Leben ging weiter mit Hoch und Tief. Der Günther, der Sohn, ist als Jungingenieur in den Anfang der 80er Jahre in Jugoslawien, dann in den Westen abgehauen, Mareike blieb in Grevesmühlen. 1990 dann die Wende. Lisbeth Schmidt war da 56. Ihr Mann wurde sofort gekündigt. Sie hat die Familie über Wasser gehalten mit der Arbeit, die sie da im Kindergarten als Küchenkraft verbracht hat. Und dann kam die Umbauung im Glockenserin. Du hast es schon erwähnt. Neue Fenster, neues Bad. Natürlich toll, aber was wird das kosten? Große Sorge. Aber es war zu leisten, es war zu leisten. Natürlich war die Miete gestiegen, aber es gab neue Systeme, damit Lisbeth im Plockensee-Ring selbst wohnen kann. Dann, in den 90er Jahren, Frührente, viele Reisen mit dem Sozialverband, eine schöne Zeit, 2000 dann der Tod von Horst, ihrem Mann. Das schaffe ich alleine, ich bleibe in der Wohnung, so lange wie es geht. 2018 dann,
Die selbstbestimmte Entscheidung, es geht nicht mehr. Ich gehe dann mal doch ins betreute Wohnen der Wobak in den Herbetten Schäfereien. Und siehe da, neue Freunde, eine tolle Betreuung und ein schönes Umfeld machen Sie heute noch jeden Tag glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben. Tochter Mareike kommt zweimal in der Woche und macht den Einkauf. Der Günther, der fährt jedes Jahr dreimal aus Ostwestfalen hierher, um seine Mutter zu sehen. Ja, und heute feiert sie ihren Geburtstag mit ihren zwei Kindern, drei Enkeln und vier Urenkeln. Fazit? In Lisbeth gibt es gar nicht. Aber sie könnte es geben und sie wird es auch geben, denn über 50% der Grevesmühlener waren nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge. Und alle Grevesmühlener haben in den 50er Jahren unzumutbare Lebens- und Wohnungsverhältnisse vorgefunden. Und in den 70er Jahren war der große Umbruch in unserer Stadt mit der Neuerrichtung der damaligen Plattenbaugebiete maßgeblich von euch gesteuert. 2000 Familien haben in den 70er Jahren ein neues Zuhause gefunden. Unser Landkreis entwickelt sich prächtig. Wir sind eine aufstrebende Region. Der Bevölkerungsrückgang ist gestoppt worden. Wir wachsen wieder, langsam aber stetig. Wir liegen attraktiv zwischen Lübeck, Schwerin, Rostock. Wir haben zwei Autobahnen, die den Landkreis durchziehen, eine gute Infrastruktur. Wir haben einen Seehafen, eine ja, aufstrebende Kreisstadt und wir haben natürlich die Ostsee. Also wo sollte man lieber wohnen als im Landkreis Nordwestmecklenburg, liebe Frau Vogel? Und wo sollte man noch besser wohnen als in Wohnungen, die Sie zu vertreten haben, die Sie Ihren Mietern anbieten und die Sie hier bezahlbar anbieten? Denn das, denke ich, ist ganz wichtig, dass sich hier unsere Menschen wohlfühlen, bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten. Und darauf kann die Stadt stolz sein, so eine Wohnungsbaugesellschaft zu haben, die sich 60 Jahre jetzt schon behauptet hat. Und die Erfolgsgeschichte haben Sie dargestellt. Der Landkreis hat geholfen, wo er konnte. Das kann er jetzt nicht an so vielen Ecken, aber da, wo wir es tun können, werden wir es auch in Zukunft machen. Das sage ich Ihnen zu. Ja, also der Landkreis ist attraktiv. Wir wollen uns weiterentwickeln. Herr Wilms als Vorsitzender der Wirtschaftsfördergesellschaft, alle viele, die hier anwesend sind, arbeiten daran mit. Und Sie haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, hier einzuziehen. Ich muss mal sagen, das sind ja nicht die schlechtesten Räumlichkeiten, denn die Kreisverwaltung hat ja auch schon mal gesessen. Und ich als Landkreisvertreterin möchte einfach nur noch mal recht herzlich gratulieren. Kleines Präsent habe ich schon übergeben. Und alles Gute für die nächsten 60 Jahre. Vielen Dank. Zu leiden, zu fehlen. Die Früchte
liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.